Hallo zu einem kleinen, aber feinen Video. Ja, heute wieder mal in der Halle. Warum? Weil hier steht das Gerät, was ich euch zeigen will. So, ich stelle euch mal ins Licht. Das steht jetzt nicht optimal da, aber es steht. Ihr habt sicherlich in der Überschrift schon gelesen. Scheppach Steinknacker. Ich habe hier einfach mal schnell so zwei Musterstücke, die wir mal versuchen durchzuknacken. Ich glaube, die ist ein bisschen groß. Wir gucken einfach mal. Also letztendlich viel zusammenbauen muss man an der Maschine gar nicht. Das ist einfach nur hier oben die Stange einmal reinstecken, mit dem Stifter sichern. So, jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das hier mit einer Hand eben rauskriege. Ja, ah, seht ihr, schon abgerissen, ne? Die war hier noch eben dran geschraubt. Ja. Das ist eben halt, ich sag mal, eine Billigvariante von Steinknackern. Ne? Ich wusste vorher nicht, wo der Unterschied ist, aber ich sag mal, jetzt sehe ich's. So, was gibt es noch Neues? Ich habe mir hier neue Zollstöcke, Gliedermaßstab bestellt. Und zwar aus Kunststoff, nicht mehr aus Holz. Vorteil ist, die rubbeln nicht so schnell ab, ne? Bei diesen Holzzollstöcken, die so lackiert sind, da habt ihr es ja oft, dass dann ja die Farbe so abblättert und immer wenn ihr die in der Tasche habt und so, dann nutzen die so ab und brechen auch ziemlich schnell durch. Das habt ihr natürlich bei Kunststoff nicht so doll, ne? Ist auch nicht so schlimm, wenn die mal im Wasser liegen oder sowas. Das ist halt der Vorteil, ne? Joa, nur mal eben so am Rande, ne? Für alle, die da noch nie so drüber nachgedacht haben, aber... Ja, achso, genau. Warum packe ich den aus? Weil ich will euch ja natürlich auch zeigen, was knackt die Maschine so durch. Ne? Also angegeben ist sie mit Minimum 24, Maximum, ich glaube, 14 cm. Wir haben jetzt hier, das ist so ein Stück von der alten Gehwegplatte. Das habe ich jetzt mal eben rausgekramt. Die hat 5 cm. Könnte sein, dass die von der Größe her ein bisschen zu groß ist. Na, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. So, einmal hoch die Maschine. Hier einmal am Rad runtergekurbelt. Und dann gucken wir mal, ob sie die Platte wirklich durchknackt und wie na, sieht der Schnitt der, oder beziehungsweise das Durchgeknackte aus. Ich bringe da gar nicht... Also ich mache das nicht ruckartig, ich drücke die jetzt einfach wirklich nur mal eben mit der Hand runter. Oha! Da kommt die Maschine, glaube ich, schon an ihre Grenzen. Also entweder ist sie gleich kaputt. Ja, also das packt sie nicht. Das ist... Das hat sie auf jeden Fall nicht gepackt. Nee. Leicht angeritzt, aber ich will da jetzt auch nichts dran kaputt machen. Probieren wir es mal mit einem ganz normalen Pflasterstein, Betonpflasterstein. Der hat, wenn mich nicht alles täuscht, 6 cm. Ja, ihr seht es, 6 cm. Müssen wir bestimmt noch ein bisschen hochkurbeln. Also entweder mache ich hier gerade noch irgendwas falsch. Oder der Steinknacker von Scheppach taucht einfach nichts. So, wir tun einfach mal so, als wenn wir den hier so durchknacken wollen. Tja, und probieren das Ganze nochmal. Aber wie gesagt, ich habe hier ein bisschen Bedenken. Also die hat eben schon ganz gut gefedert. Ach so, ich muss erstmal nochmal ein bisschen tiefer runterschrauben. Mal sehen. Ah, das ging schon wesentlich einfacher und besser. Und ich muss sagen, ja, also guckt euch die Bruchkante an. Ne? Also die sieht gar nicht mal so übel aus, muss ich sagen. Ne? Hier ist das Gegenstück dazu. Also da kann man jetzt nichts zu sagen.
Und ich muss sagen, hier wirklich, ich probiere es jetzt nochmal, ne? Mit einem Finger. Ich weiß nicht, ob ich es mit einem Finger, nee, mit einem Finger ist zu wenig, aber ganz locker knackt er den durch. Ja, also da kann ich mit leben. Aber das haben die meisten Steinknacker, dass die am Anfang noch schöne, ja, Schnitte machen und nachher dann nicht mehr, ne? Ich meine, sie ist mit 330 mm angegeben in der Breite und wir haben hier gerade mal so 25, ne? Also ich probiere das jetzt nochmal mit dieser Betonplatte. Also würde mich ein bisschen wundern, wenn er das nicht schafft. Wir probieren es nochmal. Also eben habe ich gedacht, hier, ich mache gleich die Maschine kaputt. Nee. Knackt da nicht durch. Kriegt da nicht hin. Beziehungsweise habe ich echt Bedenken, dass ich hier gleich die Maschine in den Arsch mache. Oder irgendwas verbiege. Nee. Nee, das lasse ich mal lieber. Also da würde ich sagen, stößt die Maschine an ihre Grenzen. Also da ist so ein, ne, als wenn man gleich was verbiegt oder was am Steinknacker kaputt geht. Ihr seht das, obwohl es eine 4 cm Platte, nee, 5 cm Platte ist, aber das ist anscheinend zu viel des Guten. Ja, eine 5er Platte, 25 lang. Würde ich definitiv hier nicht mit knacken mit der Maschine, ne? Ja. Was können wir noch versuchen? Wir können ja mal versuchen, den Hochkant durchzuknacken. Also, was haben wir da? Angeblich schafft die Maschine. So, das sind jetzt hier so 10 cm. Ich lege den jetzt mal da so hin. Mal sehen, wie sich die Maschine da verhält. Ja, vielleicht ist der Stein ein bisschen zu schmal dafür. Der muss nämlich rechts und links aufliegen und das, naja, der kippelt hier so ein bisschen gerade. Naja, wir versuchen das mal. Ist jetzt nicht, nee, ist jetzt nicht so ganz optimal. Ich probiere es mal, den so zu knacken. So, mal sehen, was er macht. Achso, runterkurbeln wieder. So. Mal sehen, ob er den durchgeknackt kriegt oder ob sich das komisch anfühlt. Ja, ich muss den noch ein bisschen tiefer einstellen. Ja, ich bin jetzt hier mit dem Messer nicht genau in der Mitte, ich weiß. Aber ich will ja auch gucken, was geht überhaupt. Hey, das macht er sogar, ne? Also 10 cm, das ist kein Problem, ne? Die knackt er euch durch. So, ich weiß, das war jetzt hier nicht der absolute Härtetest und auch nicht ausführlich. Für alle, die es interessiert, das ist der Scheppach HSC 130. Ich glaube, das ist auch der kleinste. Ich weiß gar nicht, ob es den auch in größer gibt oder so. Ich habe hier, beziehungsweise mein Kollege, wir haben hier natürlich noch einen etwas größeren Steinknacker. Der steht da. Ne? Also das ist ein ganz anderes Kaliber. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Der ist schon wesentlich stabiler. Also da hat man kein komisches Gefühl, wenn man mit dem mal irgendwas drückt oder so. Ne? Vorteil jetzt hier bei dem Scheppach, der ist wirklich schön klein. Ne? Und für so ganz normale Pflastersteine, die man in der Regel ja immer hat, würde ich jetzt behaupten, ist der in Ordnung. Ne? Also dafür kann man ihn benutzen. Jetzt für diese riesen dicken Steine oder weiß der Geier was, da wäre ich dann schon ein bisschen vorsichtiger. Hier kann man den so verriegeln. So, eigentlich geht er auch ganz durch. So, und dann könnt ihr den hier anpacken und einfach wegrollen, ne? So, ja. Ich weiß, das war jetzt hier nichts Ausgiebiges, kein absoluter Härtetest. Aber ihr habt gesehen,
ne, wie leicht er die Steine durchknackt. Die ganz normalen Beton-Pflastersteine. Ne? Also das war für ihn kein Problem. So eine Platte, 5 cm dick, 25 cm lang, da wäre ich vorsichtig. Ups, wo seid ihr da? Da wäre ich wirklich vorsichtig. Man will das Gerät ja auch nicht kaputt machen. Ne? Man will da jetzt nichts dran verbiegen. Also immer mit Sinn und Verstand. Ups. Schön ist immer, wenn dann so Angaben drauf sind. Ne? So Schaft 14 cm, 330 Breite. Wäre ich vorsichtig mit solchen Angaben. Ihr seht, er knackt so eine Platte. Vielleicht hätte er sie durchgeknackt. Oder das Gerät wäre kaputt gewesen. Eins von beiden. Aber mein Gefühl sagt, ne, da sollte auch jeder drauf achten. Egal bei was. Wenn eine Maschine irgendwie sich komisch anfühlt bei der Bedienung, nicht wie auf Teufel komm raus weiterbiegen. Ne? Weil was könnte kaputt gehen? Letztendlich irgendwo hier oben, wo quasi die Gewindeschnecke oben drin ist, die könnte euch rausreißen. Ne? Hier drin könnte irgendwas brechen. Also wäre einfach zu schade drum. Ne? Nicht immer mit aller Gewalt versuchen, ja, so eine Maschine aufs Äußerste zu reizen. Ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Preis liegt sie, ich habe sie bestellt. Im Baumarkt kriegt ihr sie teilweise für 180 Euro. Und ich habe sie jetzt bestellt für 200 inklusive Lieferung. Oder 210 oder 7, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich sag mal, ne, um die mal eben schnell mitzunehmen, ist das Ding schon gut. Ne? Für die ganz normalen Steine ist das gut. Ne? Wir könnten jetzt natürlich noch 1000 andere Steinarten und Fliesen und weiß der Geier was mit testen. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Also ein Ytongstein zum Beispiel, glaube ich, würde der ohne Probleme durchknacken. Die ganz normalen hier, ne? Diese ganz normalen Rechtecksteine, sowas in der Art hatte ich da ja eben, knackt der auf jeden Fall durch. Und ich glaube, das ist auch das, wofür die Maschine auch gemacht ist. Ne? Wie gesagt, also jetzt die Betonplatte, das war mir zu gefährlich. Also da hat mir mein Gefühl einfach gesagt, da ist die Grenze erreicht. Das ist einfach zu viel ja, Druck auf diesem Messer. Ne? Also die Kraft hat sich auf diesem Messer komplett verteilt, würde ich sagen. Auf dieser Platte. Und deshalb hatte ich eher Angst, dass an der Maschine oder an dem Knacker was kaputt geht, als an der Platte. Und ja, wie gesagt, das macht dann auch keinen Sinn. Ne? Also erwartet da nicht zu viel von der Sheppach HSC 130 oder wie das Ding heißt. Vielleicht muss man auch 400, 500, 600 Euro ausgeben für einen Steinknacker oder so. Mir war jetzt... ich wollte jetzt einfach nur mal eben schnell einen haben. Ne? Sehr wahrscheinlich werden wir den sowieso nicht so oft benutzen. Ne? Also der ist mehr oder weniger, ich sag mal, wenn wir mal gröberes Pflaster haben oder es nicht so drauf ankommt oder so, dann finde ich sowas schon ganz praktisch. Ne? Also praktischer als eine Flex. Mit einer Flex machen wir uns nichts vor. Kriegt ihr viel saubere Schnitte hin oder eben halt, wie gesagt, wir haben hier die Nassschneider, ne? Den und den, was haben wir denn noch? Naja, die beiden, da zur Not den hier rechts auch noch. Also da kriegt ihr auf jeden Fall schönere Schnitte mit hin als mit so einem Steinknacker. Ne? Wie gesagt, im Notfall kann man sowas mal nehmen. Messer müssen natürlich scharf sein, also das werdet ihr auch merken bei so einem Sheppach.
wenn ihr den so ein paar Mal im Gebrauch gehabt habt oder so, dann wird das immer schlechter mit dem Knacken, ne? Also immer brüchiger und immer schwieriger. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwie was tauschen kann und nachschleifen kann. Hier sind so komische Bolzen, aber ich bin mir echt nicht sicher. Also letztendlich müsste man, glaube ich, das ganze Teil hier ausbauen. Oder steckt dann... Ach nee, hier steckt ein Messer drin. Also das kann man tatsächlich ausbauen über diese silbernen Schrauben. Da könnt ihr das Messer da rausholen. Das fühle ich hier gerade. Das steckt da drin. Und könnt das tatsächlich nachschleifen lassen. Ne? Ja, also das muss man dann irgendwann machen, ne? Wenn das abgenutzt ist. So, das ist wie mit allem, ne? Wenn es dann irgendwann stumpf ist, dann knackt das einfach nicht mehr sauber durch, ne? Gut, also das war so ein ganz kurzes Sonntagsvideo. Warum? Ich hänge gleich noch ein paar Bilder dran von einem Auftrag, den wir jetzt gemacht haben. Da ging es um Firmengelände, Hofpflege, also so Unkraut weg. Da kam auch die Wildkrautbürste zum Einsatz. Genau, da kann ich euch auch noch mal ein kleines Update geben. Ich habe da natürlich einen Fehler gemacht bei der Wildkrautbürste. Ich habe hier oben am Gasgriff diese Schraube hier viel zu fest angezogen. Das heißt, ich glaube, den habe ich sogar noch in der Jackentasche hier. Ja, tatsächlich. Das heißt, ich habe hier diesen kleinen Gasgriff, der hier drauf sitzt. Ne? Dieses Plastikteil. Das ging wirklich schwer, ne? Und eigentlich hatte ich mir schon gedacht, so dass ich die Schraube theoretisch vielleicht ein bisschen lockern müsste. Aber da war es dann auch schon zu spät, nicht? Da ist mir dann ja der kleine Plastiknubbel abgebrochen. Und schon ja, konnte ich nur noch mit einem Schraubenzieher da reinstechen und dann Gas geben. Jetzt habe ich mir mal eben ganz schnell hier so ein Blech gemacht. Das ist wirklich nur so eine Notlösung. Das muss ich noch mal ein bisschen besser machen, aber es funktioniert, habe ich eben getestet, aber wie gesagt, das muss ich noch ein bisschen besser bauen. Das habe ich mir eben zurechtgeflext und so. Erstmal, dass ich es wieder ganz normal bedienen kann. Und was ich auch gemerkt habe, aber das hat der Händler auch schon gleich gesagt, hier unten, wo die Wildkraut, also wo die Bürsten dran sind, ich packe euch den mal eben nach hinten. So, da habt ihr ja die Aufnahme mit dieser Schraube. Und wenn ihr dann wirklich so am Randstein irgendwo gegenknallt und der so ein, ja, so, ja, grob abgebremst wird, dann kann euch tatsächlich mal diese Schraube durchbrechen. Da also immer irgendwie, ne, ein paar Ersatzschrauben immer dabei haben. Das, glaube ich, passiert öfter mal. Die Bürsten haben jetzt ungefähr, jetzt muss ich überlegen, ja, so ungefähr 15 Arbeitsstunden gemacht. Und dafür muss ich sagen, ne, gehen sie sogar eigentlich noch. Also klar, die kommen jetzt oder haben schon ganz schön abgenutzt. Aber ich sag mal, für 15 Arbeitsstunden auf Betonfläche finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich habe gedacht, so 8 Stunden, dann sind die runter. Aber nö, es geht noch. Also ich denke mal so ungefähr so 20 Arbeitsstunden, je nachdem, ne, was für ein Untergrund oder so, kann man da schon mitmachen. Ne? Sicherlich gibt es auch Leute, die das in 8 Stunden die Bürsten runterrubbeln. Aber ich denke mal so ganz reell, so 10 bis 15 Stunden sollte da eigentlich immer drin sein. Gut. Ja, ihr hört es, heute ganz schön windig. Heute gibt sich hier Sonnenschein und Wolken. Die Klinke in der Hand. Jetzt im Moment gerade ein bisschen Sonnenschein, aber ja, gucken wir mal, was der Tag so bringt. Also zwischen schönen Sonnenschein und Starkregen haben wir heute alles dabei.
Ja, deshalb. Ich bin nämlich heute in der Halle und mache hier so ein bisschen Vorbereitung schon für Montag. Schon alles hier parat gestellt, ihr seht das, ne? Rasenmäher, Wildkrautbürste, Abziehschienen, die brauchen wir Dienstag, Steinknacker brauchen wir erstmal nicht. Der muss hier noch ins Regal. Aber ja, steht auf jeden Fall wieder ein bisschen Arbeit an nächste Woche. Und keine Angst, ich habe ein paar Fotos gemacht und die werdet ihr natürlich sehen. Also, jetzt gleich im Anschluss noch ein paar Fotos von der Baustelle, die wir gemacht haben, vorher, nachher. Weil das habt ihr euch gewünscht. Ich habe da nicht großartig viel gefilmt. Doch, ich glaube, ein kurzes Video habe ich auch gemacht. Das füge ich auch gleich noch mit rein. Genau, dass ihr mal so einen Eindruck habt, was wir so gemacht haben. Ne? Gibt ja so den einen oder anderen, die dann immer sagen so, ach, du erzählst immer, wie viel Arbeit du hast und was du alles zu tun hast und so. Aber man sieht da nichts von. Nee, ist richtig, ich kann euch nicht jede Baustelle zeigen und filmen. Ne? Das geht teilweise einfach aus Datenschutzgründen nicht. Ne? Und zweitens fehlt mir teilweise echt die Zeit, dann auch noch zu filmen. Ne? Also, wie gesagt, ich habe schon oft genug erzählt, wir müssen arbeiten und nicht filmen. Ich verdiene nicht mit Filmen mein Geld oder mit YouTube, sondern mit Arbeiten. Also, wisst ihr Bescheid, wenn die Zeit dann immer mal da ist oder so, dann werde ich natürlich auch mal ein bisschen was von den Baustellen filmen und zeigen. Aber wie gesagt, im Moment ist es einfach, sind wir einfach zu doll im Stress. Also, bis August bin ich eigentlich schon komplett ausgeplant. Im Moment ist einfach viel zu viel und wir haben teilweise im Moment auch größere Aufträge und dann kommen auch noch kleinere Aufträge dazu und ja, wir wissen im Moment nicht, wie wir es richtig abarbeiten sollen, außer mit viel, viel Stunden machen. Gut, in diesem Sinne. Wenn ihr mehr über Selbstständigkeit wissen wollt und Maschinen und was hier alles so rumsteht, dann schreibt mich gerne an, einfach auch gerne per WhatsApp. Nummer findet ihr am Anfang des Videos im Intro. Also, schönes Wochenende euch noch und wir sehen uns dann nächste Woche. So Leute, damit ihr auch so ein bisschen seht, was wir hier so machen. Fußweg komplett sauber gemacht mit der Einfegemaschine. Hier drüben den Parkplatz komplett sauber gemacht. Zwischen dem Gebäude, also hinterm Zaun und Gebäude haben wir gemäht. Also ich kann euch gar nicht aufzählen, was wir hier alles gemacht haben, weil das Gelände einfach zu groß ist. Ja, hier rechts haben wir gemacht. Hier haben wir alles gemacht. Und ja, hier haben wir auch alles gemacht. Quasi die ganzen Wege. Einmal ums Gebäude und zu. Ja, also zum Großteil haben wir eigentlich nur hier diese Grauflächen gemacht. Ja. Wie man sieht, auch noch so ein bisschen die Hecken nachgeschnitten, eben ganz grob. Hier so ein bisschen diesen Efeu runtergeschnibbelt wieder. Dann haben wir das Feld, was man hier so sieht, gemacht. Das haben wir komplett runtergemäht. Das sah so aus wie das links hier. Ja, das haben wir also komplett runtergestückelt. Hier umzu haben wir alles gemacht. Wie man sieht, ne? Hier lagen alles so Matschklumpen und sowas. Und da geht's weiter.